Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein Psychospiel mit Schock. Das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. Demnächst in diesem Theater. Die Rückblende ist wieder da und heute sprechen wir über einen Film aus dem Jahr 1981, Die Klapperschlange. Wobei, allein wenn ich den Titel sage, stellen sich mir schon so ein bisschen die Nackenhaare auf, muss ich sagen. Wir haben ja das ein oder andere Mal schon über so deutsche Verleihtitel gesprochen und Marius, an der Stelle, ja, ist es besonders kurios, ne? Ja, wir hatten das, glaube ich, ja beim Italo-Western schon mal in unserer Folge zu Leichen, Pflastern seinen Weg und dann so Titel wie Zwei glorreiche Halunken, was ja auch nicht so gut aufging, ne, von wegen The Good, The Bad and The Ugly. Und hier haben wir es, wie du schon sagst, ja eigentlich einen besonders kuriosen Fall, denn ja, der deutsche Titel des Films, den wir heute ja besprechen, ist ja Die Klapperschlange, Originaltitel einfach ja Escape from New York, also hat erstmal mit Schlangen gar nichts zu tun. Und der Hintergrund ist, dass die Hauptfigur, genannt Snake Plissken, ja ein Tattoo hat auf seinem Körper. Also ich glaube, auf dem Cover ist es immer der Arm. Ich glaube, im Film ist es eher der Bauch, ne, irgendwie. Genau, und da hat er tatsächlich eine Schlange tätowiert, nur es ist eben keine Klapperschlange, sondern eine Kobra. Also eine kleine, aber feine Ungenauigkeit, die dann natürlich sich sehr kurios auswirkt, ja. Ja. Und man muss sagen, der Originaltitel Escape from New York bezieht sich ja auch viel besser auf den Inhalt. Absolut. Den finde ich von der Grundidee her auch total toll. Deswegen ist es auch, was so 80er Jahre angeht, ja, kann man schon so sagen, einer meiner Lieblingsfilme, über den wir heute sprechen. Und talking about Escape from New York. Warum eigentlich Escape from New York? Ja, darum, weil es natürlich in dem Film darum geht, aus einer Gefängnisinsel zu entfliehen gewissermaßen. Die Handlung spielt in New York von 1997, also aus der Sicht der Produktion damals 16 Jahre in der Zukunft. Und da ist die Lage eben so, dass die Kriminalität derart hoch ist, dass einfache Gefängnisse nicht mehr ausreichen. Und man hat deshalb Manhattan zu einer Gefängnisinsel gemacht, die mit einer Mauer umgeben ist. Und ja, innerhalb von Manhattan gibt es dann quasi nur Gefangene und gar keine Wärter, die bewachen das quasi von außen, von so einem Überwachungszentrum aus. Ja, und wer einmal drin ist, der kommt eben auch so schnell eigentlich nicht mehr raus. Und außerhalb dieser Gefängnisinsel, muss man sagen, ist die weltpolitische Lage ausgesprochen angespannt. Man hat so eine Auseinandersetzung zwischen der NATO einerseits und andererseits noch der Sowjetunion. Da muss man sagen, konnte man 1981 natürlich noch nicht erahnen, dass die 16 Jahre der Zukunft dann in der Form natürlich nicht mehr bestehen würde. Das ist aus heutiger Sicht natürlich immer noch so ein kleines Kuriosum. Aber gut, nehmen wir so hin. Und auf dem Weg zu Friedensverhandlungen wird dann hier der amerikanische Präsident entführt und auf diese Gefängnisinsel verschleppt. Und ja, da gibt's natürlich nur eins, der amerikanische Präsident muss natürlich da ganz schnell aus dieser Gefängnisinsel wieder herausgeholt werden. Und der Gefängnisleiter Hawk, gespielt von Levin Cleave, lässt daher den Ex-Leutnant Snake Plissken, also gespielt von Kurt Russell, also unsere Hauptfigur, der aber zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, vorführen und bietet ihm dann quasi ja so eine Art Deal an, wenn es ihm innerhalb von 22 Stunden gelingen sollte, den Präsidenten zu befreien, dann bekommt er seine Freiheit zurück. Und ja, weil es eben ja um eine ganz wichtige Sache geht, den Präsidenten zu holen, gibt es noch so eine kleine Motivationsspritze obendrauf, nämlich der Plissken bekommt so eine explosive Miniaturkapsel injiziert, die genau nach 22 Stunden detonieren wird. 24 Stunden haben sie, glaube ich, am Anfang gesagt und also die ersten zwei Stunden sind aber schon vor Abflug irgendwie dann weitgehend. Okay, ich habe mich immer gefragt, warum 22 Stunden, aber okay, dann ja, ich glaube, sie sprechen erst über 24 und dann beschwert er sich da auch nochmal und sagt irgendwie so, hey, wir hatten 24 gesagt und die Uhr ist dann aber schon auf 22 noch was, aber okay. Naja, kennen wir alle, bis es dann mal losgeht, sind die ersten Stunden schon weg. Ja, genau, und was wir ja immer so am Anfang nach dem Inhalt so machen, ist ja so eine filmhistorische Einordnung. Und da muss man sagen, das ist, glaube ich, heute so ein Film von so Genre und Machart her, das hatten wir in dem Stil, glaube ich, noch gar nicht. Also
Es ist ja im Ausgangspunkt erstmal so ein, ja, dadurch, dass er auch in der Zukunft spielt, ein Science-Fiction-Thriller, auch ja, mit ein bisschen Action gepaart. Und dann ganz wichtig, da wirst du, glaube ich, auch gleich nochmal näher was zu sagen, mit so einer ganz dystopischen Weltsicht. Wir haben ja hier so eine, habe ich ja schon gesagt, eine Gefängnisinsel. Es wird auch relativ schnell klar, wir haben hier so eine Art Polizeistaat. Dann die angesprochenen weltpolitischen Spannungen, NATO gegen Sowjetunion, also das sieht alles gar nicht gut aus, was einem da aus Sicht 1981 in der naher Zukunft vielleicht drohen könnte. Und ja, sowas muss man auch dazu sagen, hat es in der Form auch bis dato noch gar nicht so gegeben, diese Art Science-Fiction-Thriller eben mit dieser dystopischen Welt, sich aber auch gepaart mit Action-Kino, vielleicht im Ansatz bei Mad Max, der auch, also mit Mel Gibson, der auch in der Zukunft spielt, wo es ja auch so ein Duell gibt zwischen Polizei und Verbrechern. Aber natürlich hat sich John Carpenter trotzdem so ein bisschen an gewissen filmischen Vorbildern gleichwohl bedient aus anderen Bereichen. Denn zum einen hat er Anleihen an den Western vorgenommen. Das, finde ich, sieht man auch so ein bisschen hier in dieser ganzen Stimmung, ne, und auch so einzelne Szenen, wenn man dann auf dieser Gefängnisinsel da durch diese abgewrackten Bereiche geht. Das wirkt schon teilweise so ähnlich wie im Saloon im Western. Und ja, das hatte er schon auch in seinem Film Assault gemacht, über den wir sicherlich auch gleich nochmal kurz sprechen. Eine weitere wichtige Inspiration war ein Film, der auch erst seinerzeit ein paar Jahre alt war, und zwar der Film Ein Mann sieht Rot, mit natürlich Charles Bronson in der Hauptrolle, der ja so ein Rache Film oder Selbstjustizfilm ja war und dieses Subgenre ja auch ganz maßgeblich geprägt hat. Und der John Carpenter, der Regisseur unseres Films heute, der mochte zwar diese Philosophie des Films Ein Mann sieht Rot irgendwie nicht so, aber diese Grundidee von New York als eine Art Dschungel, die hat ihm eben sehr, sehr gut gefallen. Ja, und so ein Wording, was dann im Zuge eben dieser dystopischen Werke in den 80ern aufkam, das war ja der Cyberpunk, und sowohl in der Literatur als auch im Film. Und das ist jetzt hier eben einer der ersten Filme, den man auch diesen Cyberpunk zuordnet, wo es denn das Bild in die Zukunft nicht sauber und steril ist, sondern düster und wie von dir ja auch schon angerissen, immer von so einem Pessimismus geprägt ist. Da kann man auch nochmal so ein bisschen tiefer reingucken. Was machen da so Gattungsmerkmale aus? Du hast ja schon gesagt, Manhattan ist ein Gefängnis. Das Thema Überwachung spielt hier also auch eine Rolle, und das ist eben auch so ein Gattungsmerkmal, dass es natürlich bei Science Fiction viel mit technologischem Fortschritt zu tun hat, aber man findet dann hier eben den technologischen Fortschritt eher immer zum negativen Zwecke eingesetzt. Oft ist dieser technologische Fortschritt dann auch eher in den Händen von Konzernen oder von Staaten, die im Prinzip imperialistisch agieren. Auch das haben wir natürlich. Dann gibt es oft Gegenbewegungen und Subkulturen, wo der Film spielt. Das wird ja hier nur so kurz angerissen, dass der Präsident entführt wird von so einer nationalen Befreiungsfront, sagen die da am Funk noch. Die spielen aber letztlich dann nicht so eine große Rolle, sondern man lernt dann eben ganz viel diese verschiedenen Gruppen kennen, die da in diesem zum Gefängnis gewordenen Manhattan zu sehen sind. Und das in sich ist ja schon mal eine Subkultur, und da gibt es ganz viele unterschiedliche spannende Gruppen, die man dann da kennenlernen kann. Aber gerade bei Cyberpunk natürlich auch extrem wichtig, so der visuelle Stil, der damit einhergegangen ist. Also sehr von Digitalisierung geprägt, so computergenerierte Elemente, das findet man natürlich hier, und auch so ein bisschen die Grenzen zwischen menschlichem Organismus und Technik verschwimmen, das ist hier noch einigermaßen verhalten. Es gibt zwar, wie du sagst, ne, diese Motivationsspritze ist dann auch schon so eine Injektion einer Nano-Sprengkapsel, irgendwie die Arterien explodieren lassen kann. Das war dann später, hat das einen größeren Teil eingenommen, ne? Bis hin zu Filmen jüngeren Produktionsjahres, wie der zum Beispiel Matrix, wo dann die Welt zwischen dem Natürlichen und der Technik ja vollkommen verschwimmt.
Dass hier also sehr ein sehr früher, sehr frühes Cyberpunk-Werk, wenn man es dazu zählen will, so eins der prägendsten Werke in Buchform, war von William Gibson Neuromancer, die Trilogie ab 1984 erschienen. Und da hat Gibson zum Beispiel Escape from New York auch als einen Einflussfaktor genannt. So. Und man muss dann rückblickend auch sagen, so ein Film, der ja auch immer so als erster, der erste Cyberpunk-Film genannt wird, ist dann eher Blade Runner, natürlich auch sehr prominent mit Harrison Ford, Regie Ridley Scott, wird wie gesagt auch so ein bisschen immer als Ursprungsfilm genannt. Der geht auch sicherlich in dem einen oder anderen Punkt nochmal tiefer auf diese Gattungsmerkmale, betrachtet das teilweise vielleicht auch nochmal, hat so mehr Fläche für so eine philosophische Betrachtung. Aber auch hier sind natürlich die Merkmale schon deutlich spürbar. Und das ist eben gemischt mit dem Gespür, was Carpenter ja hatte, der ja eher aus dem Horrorfilmbereich kam und ja auch so ein Gespür für total unheimliche Atmosphäre damit natürlich mitgebracht hat. Genau, das schwingt hier, finde ich, auch mal total wieder durch. Das kennt man ja auch schon aus so Filmen wie Assault oder auch Halloween, da kommen wir auch sicher noch gleich zu, aber das ist hier in dem Film, die Klapperschlange, auch so ein Element. Die Musik, auch diese elektronische Musik, die finde ich diese 80er-Jahre-Stimmung und auch hier diese bedrückende Stimmung extrem gut einfängt. Und ja, was, du hast ja gerade schon Blade Runner erwähnt, auch als so ein Film, den man vielleicht als vergleichbar, ansatzweise vergleichbar einstufen kann. Und dann gibt es natürlich noch so einige Filme, bei denen man vielleicht rückblickend sagen kann, die haben sicherlich auch Inspiration bei der Klapperschlange genommen. Da gibt es zum Beispiel den französischen Film Ghetto Gangs, das ist aus der Produktionsschmiede von Luc Besson, dem großen Genre-Produzenten aus Frankreich. Da geht es auch um so ein abgeschottetes Viertel der Stadt, wo es eben dann auch so Subkulturen gibt und auch rund um auch diese Parkour-Geschichten. Und da gab es ja auch nochmal vor ein paar Jahren ein Remake mit Paul Walker, das war sein letzter Film vor seinem Tode, Brick Mansions. Oder vielleicht ansatzweise auch, habe ich jetzt an den Film I Am Legend gedacht mit Will Smith, ne, der ja auch in so einem verlassenen, in New York ist es, glaube ich, auch spielt in der Zukunft. Und ja, wie gesagt, das ist, also kann man sicherlich bei dem einen oder anderen Film, der im Nachgang entstanden ist, Anleihen an die Klapperschlange finden. Ja, und John Carpenter ist ja jemand, der sich auch nicht quasi auf eine Kompetenz beschränkt. Er hat hier Regie geführt, aber er hat auch, was ja bei ihm immer ein sehr entscheidendes Merkmal ist, die Musik auch komponiert. Und er hat auch hier das Buch geschrieben, das heißt auch so das frühe Produktionsstadium des Films, da war er sehr involviert. Wobei man jetzt heute gar nicht mehr so richtig sagen kann, zu welchem Zeitpunkt hatte er jetzt das Drehbuch fertig. Ne, da gibt es nämlich so ein bisschen unterschiedliche Angaben auch. Ja, ich meine, ich hatte mal in das Making-of auf der DVD geschaut und da hat er, meine ich, gesagt, dass er das Skript quasi schon so seit 73, 74 in der Schublade hatte. Man weiß natürlich nicht, wie fortgeschritten, vielleicht waren es auch nur so ein paar Ideen, Ansätze, weil teilweise findet man dann eben auch die Angabe, dass es so 1976 eigentlich erst so richtig losging, dann auch unter dem Eindruck des Watergates, ganzen Watergate-Affäre und so, ne? Der natürlich so ein bisschen Misstrauen in den Staat dann auch schon begründet hat und wo es ja auch verschiedene Filme gibt, die so danach entstanden sind, wo man so sagt, das hat da sicherlich in die Entwicklung mit reingespielt. Und klar, beim Watergate-Skandal kann man jetzt natürlich nochmal explizit sagen, so ein gewisser Zynismus gegenüber dem Präsidentenamt kann da natürlich schon irgendwie auch eine Inspirationsquelle gewesen sein, weil hier spielt ja Donald Pleasence dann eben auch den Präsident, der da entführt wurde. Ja, woran ich nochmal so denken musste, und da habe ich interessanterweise jetzt so in anderen Einordnungen zu dem Film diesen Bezug gar nicht gefunden, aber ich habe selber in Erinnerung, dass ich in der Schule mal so einen Young Adult Roman gelesen habe. So, man freut sich ja immer, wenn da als Schüler mal nicht so ein ganz klassisches Werk hergenommen wird. Und das Buch hieß Gefangen in New York und ist geschrieben worden 1976 von Ben Bover, oder 1976 zumindest das erste Mal veröffentlicht worden. Und da ist es so, dass die Stadt New York unter einer Glaskuppel geschlossen worden ist, weil
Luftverschmutzung und Krankheitserreger nicht mehr zu verantworten sind und auch ja, der Staat sehr kontrollierend so in die Gesundheit und in das Leben der Menschen eingreift. Also auch da schon im Prinzip so ein bisschen Zusammenhang. Und die Stadt wird dann nur noch einmal im Jahr im Sommer für Touristen geöffnet. Und Hauptfigur ist hier eben, das ist im Young Adult Roman, der 16-jährige Ron, der dann einen Sommer da ist, sich irgendwie verliebt in ein Mädchen, was das ganze Jahr aber so illegal da lebt und auch zusammen mit einer Jugendbande da unterwegs ist. Und dann gibt es auch rivalisierende Jugendbanden und er ist dann halt das ganze Jahr da, wenn die Kuppel wieder geschlossen ist. Man lebt dann, lernt dann da auch so eine Parallelgesellschaft kennen. Und ja, dieser Young Adult Roman war dann wohl auch schon recht erfolgreich. Man weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine Inspiration war, aber es hat doch schon irgendwie sehr viele Punkte, die ähnlich sind. Und mir persönlich ging es dann halt auch irgendwie so da, weil ich das so aus den Büchern, die man so in der Schule vorgesetzt bekommen hat, war das eines, was ich eben dann auch toll fand. Und irgendwann erzählte mir dann mal jemand hier, hast du eigentlich schon mal Escape from New York, die Klapperschlange gesehen? Und dann dachte ich so, ah, cool, jetzt kriege ich die Erwachsenenfassung sozusagen mal zu sehen. Und ja, ein Einflussfaktor, der so den Carpenter eher selber mal genannt hat, ist wohl der Science-Fiction-Roman Planet of the Damned von Harry Harrison von 1961. Der ist stilistisch aber ganz anders, hat nichts mit New York auch zu tun, aber da gibt es auf jeden Fall auch so unterschiedliche Gesellschaftsklassen auf verschiedenen Planeten, ja. Also so, das war so ein bisschen die Zeit, in der das Drehbuch dann auch entstanden ist. Carpenter hat es ja hier zusammen mit Nick Castle geschrieben, der ja auch kein Unbekannter für Carpenter war. Der hatte nämlich auch schon geschauspielert und unter anderem war er in Carpenters natürlich ja, Standardwerk, wenn man den Namen Carpenter hört, Halloween, den Michael Myers gespielt, also der unter der unheimlichen Maske war. Und hier war er eben Co-Autor. Ja, und als es dann an die Besetzung ging, stellte sich natürlich zwangsläufig die Frage, wen besetzt man jetzt in der wichtigen Hauptrolle des Snake Plissken? Und da gab es noch ein paar ganz interessante Namen, die so nebenbei gehandelt wurden. Letztendlich, wie wir heute alle wissen, wurde es natürlich Kurt Russell. Der war aber zum Produktionszeitpunkt jetzt noch gar nicht so der große Star. Und als andere Namen, die eben genannt wurden, waren einerseits Nick Nolte und Jeff Bridges. Und was natürlich auch ganz interessant ist vor dem Hintergrund, weil ich ja eben schon gesagt habe, dass ja Ein Mann sieht Rot eine Inspirationsquelle für die Klapperschlange war. Es wurde auch Charles Bronson gehandelt und da waren auch die Verhandlungen wohl schon relativ weit fortgeschritten, beziehungsweise Charles Bronson hatte wohl ausgesprochenes Interesse und das hätte ja vielleicht rückblickend auch mal dann eben eine ganz interessante Note gegeben, wenn man da vielleicht so eine ja Variante von Ein Mann sieht Rot jetzt à la Carpenter dann daraus gemacht hätte, aber Carpenter hatte dann eben die Rolle schon an Kurt Russell vergeben, den er auch sehr geschätzt hat, weil die schon zusammengearbeitet hatten an dem TV-Biopic oder Biopic für Elvis und können wir auch, glaube ich, jetzt schon mal sagen, war rückblickend sicherlich kein Fehler, Kurt Russell zu besetzen, aber das ist vielleicht noch so ganz interessant. Ja, vielleicht dann mal zu den Dreharbeiten selber. Film heißt natürlich Escape from New York, aber man kann sich vorstellen, so Dreharbeiten in New York wären schwierig gewesen, einmal die Kosten und auch da so weite Teile der Straßen so frei und für sich zu haben und so ummodeln zu können, wie man es letztlich machen konnte. Diese Freiheit hätte man sicherlich in New York nicht gehabt und alles im Studio nachzubauen wäre natürlich für so eine Produktion sicherlich auch undenkbar gewesen. Deshalb ist man dann letzten Endes nach St. Louis ausgewichen und hat das quasi als New York-Double verwendet. Und da hat man denen ja dann sogar dann eben ganze Straßenzüge zur Verfügung gestellt, ne? Ja, und konnte auch noch mal ein vorher geschehenes Unglück zu seinem eigenen Glück dann nutzen. Da war es wohl so, dass so ein ganzer Häuser
Blog auch mal von einer Brandkatastrophe heimgesucht worden ist. Und dann gab es da eben auch noch in dem Block hohe Gebäude, die man jetzt als New York hernehmen konnte, die aber auch noch ausgebrannt waren, die Fassaden noch nicht wieder restauriert waren. Und das war natürlich für diese Dreharbeiten dann hier ideal, eben weil man auch so ein bisschen mit dem Budget haushalten musste. Ich meine, Carpenter war gerade durch Halloween war ja noch ein absoluter Low-Budget-Film, wo er auch aus wenig viel gemacht hat. Da hat er hier natürlich viel mehr Budget gemacht, aber dafür, dass es jetzt hier eben so ein dystopischer Science-Fiction-Film ist, ja, das ist ja immer per se teuer, da waren jetzt die 6 Millionen, die es hier gab, also dann gar nicht mehr so viel. Und die Produzentin Debra Hill hat dann auch nochmal sich sehr dankbar geäußert zu der Personalie Joe Alves. Der machte nämlich hier das Production Design und hatte auch schon einen Oscar eingeheimst für die unheimliche Begegnung der dritten Art. War also durchaus gewohnt, auch mit hohen Budgets zu arbeiten und hat dann aber hier in diesem Film seine ganze Erfahrung eingebracht, um auch aus wenig viel zu machen. Und das, denke ich, ist ja auch ganz, ganz gut gelungen. Also vielleicht mal so zum Vergleich, ne, 6 Millionen Budget und es soll so 500.000 Euro, Dollar fürs Set-Design gegeben haben und nochmal 360 für die Special Effects. Also das ist dann schon nicht so viel. Genau, also diese Sets, muss man auch sagen, sind auch einfach eine absolute Stärke des Films, optisch total beeindruckend, und man hat sich da ja wirklich allergrößte Mühe gegeben, was zum Beispiel auch sich daran zeigt, dass man extra noch Schrott und Müll mit Gabelstaplern da irgendwie angekarrt hat, um das irgendwie nochmal so ein bisschen ja verfallener auch erscheinen zu lassen, und das ist ja auch, finde ich, so alles sehr, sehr beeindruckend. Eine lustige Anekdote gibt's da wohl noch, die nachträglich nochmal ein bisschen für Kosten gesorgt hat. Man hatte nämlich auch dann eben nach St. Louis per Flugzeug so Nebelfluid liefern lassen, weil man eben auch Nebelschwaden einsetzen wollte. Und da ist wohl irgendwie bei dem Transportflug eine Flasche irgendwie zerbrochen und hat dann da Nebel im Flugzeug ausgelöst. Und da hat man wohl beim Bodenpersonal am Flughafen von St. Louis ist man davon ausgegangen, da ist jetzt irgendein Riesennotfall an Bord und es wurde irgendwie Alarm ausgelöst am Flughafen und Notlandung vorbereitet und das alles. Und das hat dann wohl nochmal so ein bisschen zu Rechtsstreitigkeiten geführt. Also da sind dann ein paar Dollar nochmal draufgekommen auf die 6, aber die konnten das ja verkraften, weil der Film war auch recht erfolgreich, ne? Ja, ganz genau. Nämlich allein in USA hat er 25,2 Millionen Dollar eingespielt. Da weiß man natürlich jetzt immer nicht, was da im Rest der Welt dazugekommen ist. Das ist ja schon mal sehr unterschiedlich, ne? Mal ist es dann doppelt so viel, mal ist es deutlich weniger als in USA. Bei manchen Filmen ist es dann nochmal deutlich mehr. Aber ich sag mal, die 30 wird man auf jeden Fall, denke ich mal, locker genommen haben, was ja für die damalige Zeit und angesichts des Budgets wirklich schon sehr, sehr viel war. Und dann eben auch in einen krassen Gegensatz, da werden wir auch nachher noch drüber sprechen, über die Fortsetzung Flucht aus L.A., die ja dann wesentlich höher budgetiert war und auf der anderen Seite dann ja kommerziell ein ziemlicher Flop war. Ja, wir haben ja schon jetzt bei der ganzen Produktionsgeschichte, kommen wir ja quasi gar nicht umhin, schon über John Carpenter zu sprechen, aber vielleicht kommen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer zu ihm, dem Regisseur dieses Films, der ja schon auch aus heutiger Sicht, obwohl die Karriere dann ja ein bisschen auch im Sande verlaufen ist, dennoch zumindest auch in Deutschland so den Ruf eines Regie-Großmeisters irgendwie hat, wegen seiner doch so stilprägenden Werke, die er unzweifelhaft abgeliefert hat. Und so von der eigenen Sicht, wenn er so seine eigene Kinophilosophie beschreibt, dann sieht das so aus. Er hat mal gesagt, meine ganze Kinophilosophie besteht darin, Filme sind nicht intellektuell, Filme sind emotional, das Publikum muss weinen, lachen oder Angst kriegen. Und wenn man sich seine Filme so anschaut, dann hat er das eigentlich, kann man sagen, ganz gut hinbekommen. Welcher Film mich eigentlich so aus dem Oeuvre Carpenters so am nachhaltigsten beeindruckt hat, muss ich sagen, ist immer Sword-Anschlag bei Nacht. Das war auch so ein Film, als ich ihn vor einigen Jahren mal geguckt habe, da war ich wirklich total beeindruckt oder auch geflasht, kann man sagen, in Anführungszeichen. Das ist ja so eine Verbeugung vor dem Western-Klassiker Rio Bravo, weil John Carpenter ist auch ein ganz großer Fan des amerikanischen Westerns, muss man dazu sagen, mit dem Italo-Western. Da kann er immer nicht so viel anfangen. Da hat er auch sich schon mal so sehr
kritisch so zugeäußert, so nach Motto Italo-Western, dass der hat so den amerikanischen Western kaputt gemacht. Aber das war eben so eine Verbeugung vor dem amerikanischen Western. Da geht's ja darum, dass so Polizisten und Schwerverbrecher in einem kleinen Polizeirevier, das auch kurz davor ist, geschlossen zu werden, abgeschottet werden und von außen durch Gangmitglieder belagert werden. Und da ist auch schon dieses Carpenter-typische, dass er eben so eine ganz tolle Musik da auch selber komponiert hat, die da eben für absolut nervenzerfetzende Spannung sorgt. Auch ein absoluter Low-Budget-Film, der aber auch heute immer noch ganz, ganz toll anzuschauen ist. Also kann ich all denen, die den noch nicht gesehen haben, absolut empfehlen. Und dann kurz drauf kam natürlich so der John Carpenter-Film schlechthin, ne? Halloween, die Nacht des Grauens. Wo es natürlich auch so ist, ne? Wenn man den Titel schon sagt, denkt man einerseits an Carpenter, auf der anderen Seite auch, da hat man eben die Musik als Stilelement, die Halloween-Melodie natürlich direkt im Kopf. Und das war natürlich ein Film, der absolut bahnbrechend für den modernen Horrorfilm war. Und auf der einen Seite natürlich so von den inhaltlichen Codes her, ne? Wenn man ja auch an Halloween dann gerne immer so dieses Prinzip des Slasher-Films, wie funktioniert das, welche Figuren überleben, da hat man ja dann quasi so Regeln draus gemacht, die man sogar auch wieder im Film teilweise verwendet hat, ne? So Stichwort Scream-Filmreihe, die ja aktuell auch wieder einen neuen Teil im Kino bekommt. Aber was gerade ich nochmal so interessant finde, auch die filmästhetischen Mittel, die man da eingesetzt hat. Also mich hat auch Halloween total geflasht, als ich das so das erste Mal gesehen habe. Natürlich, weil das irgendwie eine schockierende Geschichte ist. Aber was ich besonders faszinierend finde, ist eigentlich diese ganze Filmphase, bevor es dann blutig wird und man diesen eigentlich sehr wohlgesonnenen Vorort da sieht, da schaffen die es halt allein irgendwie durch den Einsatz der Handkamera, wie die da irgendwie ums Haus geht und zwischen irgendwelchen Hecken herkommt und ein Auto langsam da lang fährt, ne? Also diese unterschwellige Spannung, dieser unterschwellige Grusel, der da erzeugt wird, wahnsinnig gut gelungen bei dem Film und deswegen auch natürlich als Low-Budget-Film unglaublich viel erreicht an der Stelle und hat ja auch Jamie Lee Curtis zum Star gemacht, ne? Ganz genau. Jamie Lee Curtis gehört ja auch quasi, kann man sagen, zu diesem Inner Circle von John Carpenter, also Leuten, die er immer wieder herangezogen hat für seine Projekte. Kann man vielleicht an der Stelle auch schon mal sagen, im Original, dem amerikanischen Original von Die Klapperschlange, spricht sie wohl am Anfang aus dem Off, diesen Erzählerkommentar. Das geht in der deutschen Fassung natürlich dann verloren. Das war natürlich auch in Halloween die Hauptrolle, die ihr zum Durchbruch verholfen hat und dann bei dem nächsten ja auch sehr erfolgreichen Film The Fog, Nebel des Grauens, war sie dann ja auch wieder dabei. Das war ja auch nochmal, zwar auch ein Horror-Thriller, aber ja auch so mit so Spukelementen, also hat auch nochmal so ein bisschen so eine andere Note eingeschlagen, ne? Also auf jeden Fall, da scheint er auch schon sehr, sehr viel Nebelfluid gebraucht zu haben. und da fühlt ja. Man sich auch, es gibt ja hier in dem Film diese unterschiedlichen Gangs, die da in New York hausen und dann ist ja auch irgendwann die Rede von den Crazies, die so im Prinzip die U-Bahn-Schächte und alles, wo es eine Treppe runtergeht, irgendwie beherrschen und die kommen ja dann auch teilweise so plötzlich irgendwie kommt da mal so eine Hand aus einem Gulli raus und so. Da fühlte ich mich so ein bisschen an The Fog erinnert, weil da kommt ja auch gerne mal so dann die Zombie-Hand irgendwie durchs Fenster und so. Also man merkt, auch wenn das hier jetzt der vorliegende Film kein Horrorfilm ist, aber so ein bisschen die Spezialitäten von Carpenter findet man dann an der einen oder anderen Stelle natürlich wieder. Ja, das waren so die Sachen, mit denen Carpenter auch groß geworden ist. Man muss sagen, in der Folge gab es auch den einen oder anderen Flop, ne? Genau, das fing dann an mit einer weiteren Zusammenarbeit, glaube ich, vor allem auch mit Kurt Russell, Big Trouble in Little China, was so ein bisschen vielleicht auch angeknüpft an so Sachen wie Indiana Jones oder so, noch mit einer anderen Note, jedenfalls wesentlich höher, auch budgetiert. Leider auch ein kommerzieller Flop, wobei der dann rückblickend auch, glaube ich, so ein bisschen positiver gesehen wird, aber nichtsdestoweniger ein Flop. Und das zog sich dann auch so ein bisschen durch die weitere Karriere. Dann ist er auch, glaube ich, so Anfang der 90er auch wieder so ein bisschen dazu übergegangen, wieder kleiner budgetierte Filme auch zu machen, aber die waren dann auch nicht mehr so richtig erfolgreich. Und dann hat er sich Mitte der 90er nochmal überlegt, auch im Zusammenspiel mit Kurt Russell, weil Kurt Russell auch so begeistert war, auch von der Klapperschlange, das war, kann man vielleicht auch an der Stelle schon mal sagen, bis heute so mit seinem Lieblingsfilm, vor allem auch die Figur Snake Plissken, so seine Lieblingsfigur, die er gespielt hat, deswegen brauchte er da nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, um zu sagen, Mensch,
machen wir da dann nochmal eine Fortsetzung, auch höher budgetiert, und da kann ich vielleicht dann auch so ein bisschen mehr dann noch so meine Vorstellungen verwirklichen. Ist aber dann, wie ich ja auch schon angedeutet habe, dann auch wieder ein ziemlicher Flop gewesen, sowohl künstlerisch als auch auf der kommerziellen Ebene. Und davon hat er sich dann im Laufe der Jahre nicht mehr wirklich erholen können. Seine letzte Regiearbeit war dann jetzt bis dato im Jahre 2010 für The Ward. Und ansonsten hat er sich dann immer auch ganz gerne mal so als Produzent eingebracht, jetzt bei Remakes seiner eigenen Filme, auch bei Halloween, da gibt's ja gefühlt alle paar Jahre eine Fortsetzung oder ein neues Reboot, und da ist er dann auch immer mal als, zumindest als Produzent oder so, mit an Bord gewesen. Und ansonsten habe ich ja jetzt eingangs gesagt, ja, er wird in der schon, ja schon so auch als Regie-Großmeister oft angesehen. Ich habe zum Beispiel auch hier dieses ja noch nicht vor nicht allzu langer Zeit erschienene Buch von der Filmzeitschrift Cinema, wo die 25 größten Regisseure dargestellt werden, und da wird John Carpenter zum Beispiel auch dazu gezählt. Aber insgesamt ja, ist er dann auch so ein bisschen oder vermisst er auch ein wenig die Wertschätzung, gerade auch im eigenen Land. Also hat das mal auf die folgende Formel gebracht: In England bin ich als Horrorregisseur bekannt, in Deutschland als Filmemacher, in den USA hält man mich für einen Nichtsnutz. Also da schwingt schon auch eine ordentliche Portion Frustration irgendwie mit, wie vielleicht die Karriere verlaufen ist. Hat sich da, glaube ich, auch mit so Produzenten und Studios ziemlich aufgerieben über die Jahre. Ja. Er scheint sich da auch immer so ein bisschen schwer getan zu haben. Ja, also es ist ja immer wieder so eine gern geführte Diskussion, was ist mit Carpenter gewesen nach dieser Erfolgszeit Ende 70er und die 80er dann. Und ich habe so das Gefühl, wenn man so guckt, was hat er dazu gesagt, dann war er auch irgendwann dann halt schon so ein bisschen genervt von dieser Diskussion und hat dann gesagt, ich sehe mich auch gar nicht als so einen großen Regisseur irgendwie in der Liga mit Scorsese und Francis Ford Coppola. Ich bin halt ein Horrorfilmregisseur, und nach der Klapperschlange war er sicherlich, das war so sein Hit, wo er dann auch abseits so des Horrorkinos dann auch als großer Hollywood-Regisseur angesehen wurde. Aber er ist eigentlich nie so ein richtiger Teil des Hollywood-Establishments geworden und ist ja eben auch jemand, der da immer so auf seinen bewährten Kreis zurückgreift, der auch sicherlich seine Probleme irgendwie mit den großen Studios da gehabt hat. Aber gerade deswegen ist dann so jemand wie Kurt Russell, mit dem scheint er sich besonders gut verstanden zu haben, und der war dann auf jeden Fall innerhalb dieses Inner Circles. Genau, das hat ihm wahrscheinlich auch dann dazu verholfen, dass er für die Rolle herangezogen wurde. Wir haben ja, glaube ich, schon erwähnt, sie kannten sich schon aus dem TV-Biopic Elvis Ende der 70er Jahre. Und von da an war eigentlich John Carpenter schon absolut von dem Talent überzeugt von Kurt Russell. Und Kurt Russell hat es eben auch als große Chance gesehen, weil er hatte damals, oder weiß man vielleicht heute gar nicht mehr so, aber er hatte seinerzeit noch so ein Image als Kinderfilmstar. Das hatte, kann man, glaube ich, sagen, über die Jahrzehnte dann doch ablegen können. Aber jedenfalls damals hatte er dieses Image, und das wollte er eben auch gerade ablegen und war deswegen natürlich auch ganz heiß auf diese, ja, kann man schon sagen, so dreckige und auch einigermaßen gemeine Rolle. Und das hat ja dann auch zu einer, ja, ganz fruchtbaren Zusammenarbeit geführt, gerade in dem Film dann. Wie gesagt, hat man sich für Big Trouble in Little China nochmal zusammengetan und dann später eben auch in dem Remake Flucht aus L.A. Ja, und was hat Kurt Russell sonst noch so gemacht? Einen Film hast du, glaube ich, mal erwähnt, als wir über Lethal Weapon gesprochen haben, nämlich den Film Tango und Cash. Das wäre auch so ein Buddy-Action-Film mit Sylvester Stallone. Dann 1996 zum Beispiel der Film Einsame Entscheidung, das ist auch so eine kleine Parallele zu dem vorliegenden Film, da geht es nämlich auch um ein von Terroristen gekapertes Flugzeug, da war ja auch an der Seite von Halle Berry zum Beispiel zu sehen. 2002 so im Fahrwasser ja des immens erfolgreichen Films Training Day mit Denzel Washington, da hat er auch nochmal so ein Cop-Drama gedreht, Dark Blue. Und 2006 war er dann zum Beispiel im Poseidon Remake dabei, das Original war ja die Höllenfahrt der Poseidon mit Gene Hackman. Und ja, in den letzten Jahren hat er sich vor allem so dadurch hervorgetan, dass er dann zum Inner Circle von Quentin Tarantino offenbar gehörte, weil der hat ja dieses, oder greift ja auch dieses Prinzip gut und gerne zurück. Und da war er nämlich einmal in der Hauptrolle sogar zu sehen, in dem Film Death Proof, in der
als Stuntman Mike. Ganz andere Figur, aber auch wieder so ein ganz markiger Typ, ne? Also so. Absolut. Dann im Schneewestern The Hateful Eight, da haben wir ja am Rande von Leichenpflastern seinen Weg schon mal drüber gesprochen. Da war er auch mit einer größeren Rolle mit von der Partie. Jetzt zuletzt bei Once Upon a Time in Hollywood eher wieder ein kleinerer Part. Und dann ist er seit 2015 auch in der Rolle des Mr. Nobody in der Fast and Furious Franchise mit dabei und gibt da Vin Diesel und Konsorten dann so die Aufstellung. Und seine Figur, Snake Plissken, man erfährt so ein bisschen, das scheint mal so ein Landesheld gewesen zu sein, ein hochdekorierter Kriegsheld. Allerdings muss er so ein bisschen mit dem Starter an irgendeinem Punkt gebrochen haben. Er führt ein Vorstrafenregister und was man jetzt hier so direkt nicht erfährt ist, wie wird er eigentlich festgenommen, ne? Oder was ist da zuletzt passiert? Da gibt es eine Szene, die gedreht worden ist, die auf die man dann aber auch verzichtet hat. Da wird er nämlich bei einem Bankraub, und das ist auch ein Bankraub, was glaube ich bei der Federal Reserve Bank, also einer auch auf den Staat, gegen den Staat gibt, da wird er dann irgendwie festgenommen. Allerdings sonst, was so jetzt wirklich den wirklichen Figurenhintergrund angeht, erfährt man auch in dieser Deleted Scene, die ganz am Anfang stand, dann nicht so viel von ihm. Insofern ist es, glaube ich, nicht so ein herber Verlust. Und ansonsten ist der Charakter ja auch ziemlich wortkarg. Also es ist wohl so ein bisschen, kann man auch wieder schnell an Eastwood denken oder war vielleicht da auch eine Inspiration. Ja, genau, das hat er auch in dem, kann ich vielleicht kurz ergänzen, in dem Making-of hat Kurt Russell das nochmal gesagt, dass er sich da so ein bisschen dran orientiert hat. Spätestens als er dann wusste, okay, ich drehe zusammen mit Lee Van Cleef, hat er sich eben so an den Italo-Western dann auch eben an die Rollen von Clint Eastwood so zurückerinnert und hat gedacht, das kann man vielleicht so ganz gut so in Anlehnung daran hier in dem Film auch vorwerten. Wo es so ein bisschen Aufklärung gibt, aber das ist dann eben nur die nachträgliche Romanfassung, die es dann zu dem Film irgendwann nochmal gab, wo dann nochmal so ein bisschen beschrieben wurde, wie hat er jetzt zum Beispiel sein Auge verloren, ne? Weil er ja da auch sehr markig mit dieser Augenklappe rumläuft. Man weiß. Das war übrigens, glaube ich, auch eine Idee von Kurt Russell mit dieser Augenklappe, habe ich irgendwo gelesen. Da hat man das vielleicht für den Roman dann später, dass man dachte, da müssen wir eine Erklärung gefunden. Also da ist es dann halt irgendwie auch im Dritten Weltkrieg wohlgemerkt in Leningrad irgendwie passiert. Und da gibt es auch nochmal so ein bisschen mehr Hintergründe zu diesem zu dieser Historie, die es ja irgendwie zwischen Snake Plissken und dem Hawk, gespielt von Lee Van Cleef, dann ergeben wird. Das wird immer nur so angedeutet im Film. Und was völlig im Unklaren bleibt und soviel ich weiß, auch die Romanfassung da keine Abhilfe schafft, das ist so ein bisschen, was für eine Historie gibt es mit Snake Plissken und diesem Brain? Weil da wird ja auch irgendwie, sagt er, gegenüber der Figur Brain dann halt mal so, du hast mich ja früher da im Stich gelassen. Und das ist wohl, bis heute kann man nicht sagen, was genau da stattgefunden hat. Ist wohl auch ein Thema, was gerne unter Fans bis heute diskutiert wird und sich ausgetauscht hat, was könnte da gewesen sein. Ja, das macht ja auch dann schon mal gut und gern auch nochmal so ein Reiz dieser Filme aus, wenn es da immer noch so ein paar ungelöste Rätsel gibt, über die man sich dann nochmal irgendwie auch zanken kann. Du hast ja gerade schon Lee Van Cleef erwähnt, der spielt natürlich hier diesen Hawk, der ihn beauftragt einerseits, aber andererseits eben ja sich mit dem auch so ein bisschen so ein Gezanke liefert, kann man sagen. Also die stehen sich jetzt auch nicht ganz freundschaftlich gegenüber. Und Lee Van Cleef, muss man sagen, damals war eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Seine große Zeit war eigentlich schon vorüber. Er hatte angefangen ja als Nebendarsteller so im amerikanischen Kino und hatte da so schon eine Nebenrolle gehabt in dem Western-Klassiker 12 Uhr mittags, aber auch in einem anderen Western-Klassiker 2 Rechnen ab mit Burt Lancaster und Kirk Douglas und dazu noch in dem Film-Noir-Klassiker Geheimring 99. Aber so die ganz prägende Zeit und mit der man Lee Van Cleef heute in allererster Linie eigentlich verbindet, ist dann so sein Wirken und Schaffen im italienischen Genre-Kino, genauer gesagt im Italo-Western. Und da war er ja in so ja genreprägenden Werken wie Für ein paar Dollar mehr, Zwei glorreiche Halunken, der Gehetzte der Sierra Madre oder auch der Tod Dienstags zu sehen. Ja, und wie du schon gesagt hast, hier dann halt einfach das
Comeback. Und ich finde, das ist auch ein toller Aspekt von dem Film, weil ich es immer ganz schön finde, wenn man halt auch eine gute Durchmischung zwischen neuen Talenten, was er in dem Fall dann Kurt Russell noch war, findet, und so Veteranen, und das war natürlich Lee Van Cleef, und den hat man jetzt ja, ja gut ausgegraben, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber da hatten auch Deborah Hill, die Produzentin, und John Carpenter nochmal mit so einem gewissen Stolz, glaube ich, auch von gesprochen, ne, dass sie gesagt haben, das war einfach eine gute Idee, da nochmal bei der Besetzung an Lee Van Cleef zu denken. Genau, und über die Figur haben wir jetzt am Rande ja auch schon ein bisschen gesprochen. Er ist so quasi so ein bisschen der Repräsentant auch des Polizeistaats, hat da eine relativ hohe Funktion offenbar, und ist ja auch der, der diese Idee einbringt, da können wir doch mal jetzt den Plissken rekrutieren hier für diese Rettungsaktion im Hinblick auf den Präsidenten. Man muss natürlich auch sagen, er nutzt natürlich auch diese Notlage, in der Plissken mit so einer Freiheitsstrafe dann natürlich ist, auch ja durchaus eiskalt eigentlich aus. Und aber später hat man so den Eindruck, wendet sich so ein wenig das Blatt, als er dann gesehen hat, dass der Snake das ja auch sehr gut hinbekommen hat, und machte ihm dann ja eigentlich auch ein Angebot, was dann ja aber der Snake dann ja ziemlich kategorisch erstmal ausschlägt. Ja, er ist auf jeden Fall der Vertreter des Staates, wobei man jetzt immer es immer so ein bisschen so wirkt, naja, so richtig glücklich da in dem System kann da eigentlich keiner sein, aber er ist derjenige, der sich so auf das System eingelassen hat, und der andere Kriegsveteran, der Plissken, der kann sich damit ja gar nicht arrangieren, klar. Also die Besetzung von Lee Van Cleef mit der Rolle durchaus schon eine kleine Überraschung, aber es gibt auch noch eine echte große Überraschung, und man sagt, da hat man echt bei der Besetzung so einen kleinen Coup gelandet, ne? Genau, das ist Isaac Hayes, den man hauptsächlich damals und auch heute als Sänger kennt. Ist eine echte Ikone, so im Soul-Bereich war da so ein absoluter Wegbereiter auch für heutige Künstler in musikalischer Sicht und auch so im ganzen Auftreten und auch was Kleidungsstil ansieht. Also ein unheimliches Vorbild für so heutige R&B und auch Rap-Künstler. Hat auch in der Zeit 3 Grammys gewonnen und auch ganz interessant hier für unseren Bereich auch den Oscar abgeräumt für den besten Titelsong in Cheft, ne, so dem Blaxploitation-Klassiker schlechthin, in dem er auch am liebsten selber eigentlich die Hauptrolle übernommen hätte, aber man hat ihn nicht gelassen, was aber eigentlich gar nicht so fernliegend war, denn er hat nämlich nicht nur hier in der Klapperschlange Auftritt als Schauspieler absolviert, sondern er hat auch nebenbei immer mal eben geschauspielert, aber jetzt nicht so ganz große Rollen, aber auch jetzt nicht in ganz so großen Filmen, weswegen das jetzt schon hier auch eine kleine Überraschung und ein Besetzungs-Coup war. Was er zum Beispiel gemacht hat, auch Blaxploitation ist ein Film, den ich vor ein paar Monaten mal gesehen habe. Das ist der Film Chicago Poker oder auch heutzutage unter dem Originaltitel Truck Turner veröffentlicht. Das ist auch so ein Blaxploitation-Film und ja, für mich ist auch so ein perfekter Hirnausfilm für den Feierabend. Also wahnsinnige Dialoge. Also da kommt, glaube ich, kaum ein Satz ohne 3 Schimpfwörter aus. Aber sehr, sehr unterhaltsamer Film. Den kann man sich gut und gerne mal ansehen. Da hat er auch den Soundtrack gleich beigesteuert. Und dann hatte er so eine kleine wiederkehrende Rolle auch bei Detektiv Rockford mit James Garner. Da hat er nämlich den alten Zellengenossen von Rockford gespielt, der dann immer mal wieder bei Rockford aufschlägt, wenn er Schwierigkeiten hat, und Rockford haut ihn dann immer so ein bisschen raus, und die hat ihm auch diesen Beinamen Rockfish gegeben. Und dann später gab es noch Auftritte in TV-Serien wie das A-Team, Miami Vice, Prinz von Bel-Air und auch nochmal einen kleinen Auftritt in der Fortsetzung Flucht aus L.A. Und dann ganz tragisch, sein letzter Film war dann letzter Auftritt war in dem Film Soul Man, und da sind sowohl er als auch der Hauptdarsteller Bernie Mac, den kennt man unter anderem aus den Oceans-Filmen, innerhalb eines Tages dann im August 2008, einige Monate vor der Premiere, verstorben. Also das habe ich so in der Form auch noch nie gehört. Ja, kommen wir mal zur Figur Duke, die ja wirklich auch ganz beeindruckend ist, und ich finde auch schon so diese Einführung dieser Figur ist ganz, ganz toll, ne? Ja, auch da spielt Musik wieder eine große Rolle, auch wenn es dann wiederum die ist von John Carpenter und Alan Howard, der hier noch mit zu nennen ist. Und ich finde, das bringt so den Reiz des Filmes an der Stelle auch ganz gut zusammen. Also da liegt ja so eine absolute Spannung in der Luft. Wer ist überhaupt dieser Duke? Weil von dem ist schon relativ viel gesprochen worden.
Es gibt dann auch wieder diese sehr dystopische Atmosphäre, wenn dann diese Wagenkarawane da durch das teils verlassene New York fährt und mit der Musik zusammen dann eben auch so ein ganz eigener, cooler Style, den es da so gibt. Und auch wenn man den Duke dann sieht, passt Isaac Hayes da einfach wunderbar in die Rolle und ich finde es eine sehr, sehr gut gelungene Besetzung, ne? Weil es ist wirklich ein sehr charismatischer und auch untypischer Bösewicht, gerade wenn man so an den Kleidungsstil dann auch denkt, bei ihm im Besonderen, aber es macht auch den Film im Allgemeinen aus. Also wir haben da diese verschiedenen Gangs und die haben auch alle so ihren eigenen ausgefallenen Modestil, haben so verschiedene Identifizierungsmerkmale und je nachdem, wie hoch die in diesem ja eigens geschaffenen System Gefängnis New York sind, haben die auch so ihre Statussymbole und gerade hier bei dem Duke, der hat ja dann vorne so zwei Kronleuchter auf seiner Motorhaube und eine Disco-Kugel hinter der Fensterscheibe und so und das irgendwie zusammen mit dieser Sinti-Musik dann von Carpenter, das geht schon gut zusammen. Ja, also absolut großartiger Moment, wie du schon sagst, ist so ein, nicht so ein 0815 Bösewicht, wie man ihn halt aus sonstigen Genrefilmen so kennt. Der hat da irgendwie so eine ganz eigene Interpretation dieser Rolle und gibt dem Film da nochmal so eine ganz besondere Note. Vielleicht auch, weil er gar nicht so richtig professioneller Schauspieler ist, sondern so da so ein bisschen natürlicher vielleicht auch irgendwie nochmal auftritt. Jedenfalls ganz, ganz gelungener Besetzungs-Coup. Und bei wem man mit der Besetzung eigentlich auch nie falsch liegt, muss man sagen, das ist Donald Pleasence. Er spielt hier den amerikanischen Präsidenten und den kennt man aus diversen Filmen, unter anderem, den hast du bei unserer Thomas Crown-Folge ja schon mal erwähnt, ist ja auch ein Film mit einem Monster-Cast. Wundert man sich immer wieder, wer dann noch alles dazu noch mitgespielt hat, neben den ganzen, die man so alle im Kopf hat. Nämlich auch Donald Pleasence ist der Film Gesprengte Ketten. Dann natürlich auch eine Rolle, mit der man ihm absolut verbindet, nicht nur als James-Bond-Fan. Seine Interpretation als Ernst Stavro Blofeld in Man lebt nur zweimal, wo er der erste Blofeld war, der auch auf der Leinwand sichtbar war. Vorher war er immer nur ja so ein Mann hinter im Rücken oder hinter einem Sichtschutz mit Katze zu sehen, aber er war sozusagen der erste, der dem Ernst Stavro Blofeld ein Gesicht gegeben hat. Dann habe ich jetzt erst zufällig vor ein paar Tagen gesehen, auch sein ganz toller Auftritt bei Columbo in der Episode Wein ist dicker als Blut, wo er da auch so als ja, so versnobter Weinliebhaber auftritt und da auch zu diesen gehört, die sich da mit Columbo fast so ein bisschen anfreuen, was ja bei diesen ganz besonderen Episoden auch immer nochmal so eine Note ist und dann auch zum Schluss bei in der Szene, wo er dann abgeführt wird mit Columbo, dann vorher nochmal einen Wein sich genehmigt und so, auch ganz nett. Und dann Charles Bronson hatten wir auch schon erwähnt, ein Mann sieht rot und hier als eventueller Darsteller für den Snake Plissken und mit dem hat er in Telefon zusammengearbeitet und er gehörte, also Donald Pleasence, auch zum Inner Circle John Carpenters, ne? Ja, also er scheint da Blut geleckt zu haben bei Halloween und gut mit ihm ausgekommen zu sein und hat ihn ja dann wirklich auch immer wieder besetzt und hätte ihn dann sonst bestimmt auch nicht an der Stelle besetzt, wenn die nicht gut zusammengearbeitet hätten. Genau, und was die Figur angeht, haben wir ja gerade schon ein bisschen gesagt, die kann man natürlich so ein bisschen im Vergleich dieser Watergate-Affäre von Nixon auch sehen, wo es dann ja Misstrauen auch in das Amt gab. Und hier ist ja auch so ein bisschen die Frage, man weiß nicht so richtig, wie sympathisch oder unsympathisch soll man diesen Präsidenten da jetzt wahrnehmen, ne? Also einerseits, der ist natürlich erstmal Opfer und ja, mitfiebern ist zu viel gesagt, aber man wünscht ihm vielleicht erstmal so ein bisschen dann auch da aus der Situation wieder herauszukommen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal so an den Schluss springt und wir gehen ja wie immer davon aus hier, dass wir auch ein bisschen spoilern dürfen und der Film auch schon bekannt ist. Also er wird ja letztlich dann wieder herausgeführt aus dem Manhattan Prison und in dem Moment, wo er weiß, jetzt kann ich wieder zu Business as usual switchen, macht er es dann ja auch. Und sobald die Kameras angehen, spielt er dann wieder so eine Rolle, ne? Und das stößt natürlich Snake Plissken, der da so am Rande steht, dann auch übel auf. Also es bleibt so ein bisschen auch diskussionswürdig, wie sich die Figur da verhält.
Ja, absolut. Bin da auch so ein bisschen unentschieden. Ganz anders sieht's eigentlich aus bei der Figur, die Ernest Borgnine spielt. Die Figur des Cappy, das ist ja so ein gutmütiger Taxifahrer. Und Ernest Borgnine, muss man sagen, ist ja auch so ein, ja, über Jahrzehnte absolut erfolgreicher Charakterdarsteller. Unheimlich viele Filmrollen in diversen Genres und auch Klassikern. Also er war zum Beispiel auch dabei bei Vera Cruz mit Gary Cooper und Burt Lancaster, so einem absoluten Western-Klassiker. Dann bei Der Flug des Phönix an der Seite von James Stewart und dem jetzt kürzlich verstorbenen Hardy Krüger. Dann bei The Wild Bunch von Sam Peckinpah, wieder so ein Western-Klassiker. Dann ganz interessant, wir haben ja eben gesagt, Kurt Russell hat ja im Remake von Poseidon die Hauptrolle übernommen und Ernest Borgnine hat im Original gespielt, die Höllenfahrt der Poseidon 1972. Danach hat er sich auch so ein bisschen ins TV-Fach verlegt und das fand ich dann auch ganz interessant, war dann später auch unter anderem Sprecher bei SpongeBob Schwammkopf. Das ist natürlich dann nochmal ein ganz netter Abschluss von so einer Karriere und ist 2010 nochmal im Kino aufgetreten in dem Action-Film Red an der Seite von Bruce Willis. Und ja, wie gesagt, die Figur des Cabby ist, wie ich schon sagte, absolut gutmütig. Er hilft dem Snake Plissken auch. Und so von der Rolle, wie sie angelegt war, fand ich noch ganz interessant. Da hatte der Drehbuchautor Castle gesagt, beim Schreiben hatte er eigentlich Mickey Rooney im Kopf. Und das, finde ich, hätte auch total gut gepasst hier in dem Part. Aber wie gesagt, Ernest Borgnine auch eine hervorragende Wahl. Ja, und insgesamt muss man auch sagen, wenn man sich so für die Filme 60er, 70er dann interessiert, dann ist das hier auch eine gute Einstiegsdroge, weil man hat so Genre-Kost der 80er, aber man hat dann eben auch nochmal in Kombination mit Donald Pleasence und Lee Van Cleef auch wirklich nochmal Gesichter, die man dann aus früheren Tagen auch kennt und die hier nochmal toll eingesetzt werden. Und ja, bei Cabby, der sorgt einerseits so ein bisschen für die Auflockerung. Es geht teilweise auch durchaus sehr witzig zu. Also so eine Szene, die ich auch immer wirklich amüsant finde, ist dann diese ja in der Not und notdürftig veranstaltete Varieté-Aufführung, die man da sieht. Also es gibt auch in dieser Prison-Welt hat sich wirklich so eine eigene Kultur erschaffen. Und der Cabby erzählt ja dann auch, dass er eigentlich lieber nicht nachts vor die Tür geht, zumindest nicht in diese Gegend, aber da gibt's wohl irgendwie eine tolle Aufführung und da ist eben so eine Szene, wo dann irgendwie so ein bisschen Musik und Tanz dargeboten wird. Übrigens auch mit kleinen Cameos, die Violine dieses Orchesters, die man da sieht, soll wohl Carpenter spielen und der Drehbuchautor Nick Castle irgendwo am Klavier sitzen. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ist mir auch nicht aufgefallen. Ja, aber das ist auf jeden Fall irgendwie auch nochmal so eine ganz lustige Szene und dann ist der Cabby ja auch so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das man ganz klassisch sagen kann, dass er jetzt so der Mentor in dem Film ist, aber auf jeden Fall ist er seit 30 Jahren Taxifahrer, ne? Kennt New York auch noch aus den Tagen vor dieser Prison-Welt und fährt da immer noch mit seinem Taxi rum und sagt dann auch so, ja, ich führe euch da zum Duke und den entsprechenden Figuren hin, kenne alles und jeden in New York und dementsprechend ist er vielleicht doch ein bisschen Mentor und so wie das mit Mentoren ist, die gehen dann meistens irgendwann drauf, also er muss ja dann auch beim Finale dran glauben oder kurz vor dem Finale. Ja, so ergeht's ja dann auch einem weiteren, ja, Unterstützer von Plissken. Im Endeffekt kann man sagen, das ist die Figur des Harold Brain Hellman, gespielt von Harry Dean Stanton. Der ist ja dem Kurt Russell erst so ein bisschen skeptisch gegenüber, aber letztendlich schließt er sich ja dann dieser ganzen Geschichte dann doch an. Und hier der Harry Dean Stanton hat auch in dem einen oder anderen bekannten Werk mitgespielt, unter anderem In der Hitze der Nacht oder auch bei Alien von Ridley Scott, später dann noch in The Green Mile oder vor einigen wenigen Jahren noch bei The Avengers zum Beispiel. Und die Figur, wie gesagt, ist dem Snake Plissken erstmal war eher so reserviert gegenüberstehend, erweist sich dann aber doch als Unterstützer und mischt da zusammen auch mit dem Cabby oder auch der Maggie dann so ein bisschen mit. Ja. Ja, und dann haben wir jetzt schon so viel von Inner Circle gesprochen bei
im Kontext von John Carpenter. Und eine, die natürlich zum Inner Circle gehörte, das war Adrienne Barbeau, denn sie war ja auch seinerzeit Ehefrau von Carpenter, ne? Genau, und hatte dann entsprechend natürlich auch in dem einen oder anderen, oder hat sie dann auch schon mit Carpenter zusammen gedreht, also sozusagen eine Beziehung, die sowohl auf privater als auch auf beruflicher Ebene zumindest zeitweise recht gut funktioniert hat. Und sie hat zum Beispiel die Hauptrolle dann bei The Fog, Nebel des Grauens gespielt. Und kurz drauf hat sie auch noch in einem anderen bekannten Unterhaltungsfilm mitgewirkt, auch mit ganz großen Starcast, nämlich Auf dem Highway ist die Hölle los, mit so Leuten wie Burt Reynolds oder Roger Moore. Oh ja, ich erinnere mich, sie steigt aus einem Lamborghini, glaube ich, aus und ist sehr knapp bekleidet. Okay, ich hatte sie jetzt da gar nicht mehr so, aber das ist ja auch so ein Riesencast. Da ist auch so ähnlich wie bei Gesprengte Ketten, da vergisst man immer wieder, wer da alles noch so mit dabei war. Und ja, sie ist auch bis heute noch nicht so aktiv mit so kleineren Film- und Fernsehrollen und war ja auch so von der Atmosphäre oder an die Atmosphäre am Set hat sie auch ganz gute Erinnerungen so. Genau, sie hat betont, dass es da auch immer recht fröhlich und entspannt zuging und dass John Carpenter jetzt auch keiner war, der da groß am Set rumgebrüllt hat, sondern seinem Cast dann auch immer gewisse Freiheiten zur Entwicklung auch gelassen hat. Ja, und ihre Figur, muss man sagen, so wirklich Background zu ihr gibt es jetzt nicht. Tatsächlich war es auch so, dass sie ist ja auch in diesem Finale dann auf der Brücke, da rast dann das Auto von dem Duke auf sie zu. Aber es gab wohl in der ersten Filmfassung, die dann ein Testpublikum zu sehen bekommen hat, jetzt nicht explizit zu sehen, wie sie irgendwie tot am Boden lag. Und das hat wohl so ein bisschen, ja, war wohl zu implizit, dieser Tod ohne dieses Bild. Das war dann natürlich quasi die Ehe von Carpenter mit ihr dann ganz praktisch, weil die konnten diese Nahaufnahme dann einfach kurzerhand im eigenen Vorgarten nachdrehen. Und ich habe dann nochmal so in diese Szene reingeguckt und würde sagen, so wenn man so ein bisschen auf den Straßenhintergrund da guckt, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das tatsächlich dass diese Nahaufnahme nochmal an einem anderen Ort entstanden ist. Ja, und sie ist vielleicht, weil sie dann der weibliche Charakter ist, aber ist so die einzige Person, habe ich so den Eindruck, wo Snake Plissken auch noch mal kurz in sich geht, als sie da auf dieser Brücke zurückbleiben will, weil ja der Brain, da merkt man so ein bisschen, es gibt doch noch echte Liebe in dieser Welt, als die Figur dann stirbt, da will sie dann da zurückbleiben und sich an dem Duke rächen und da geht Snake nochmal so auf sie ein und sagt dann, hier, er ist doch tot, komm doch. Das ist eigentlich das einzige Mal, dass er so ein bisschen Empathie zeigt, ne? Weil allen anderen Figuren gegenüber ist er ja wirklich sehr stringent, Anti-Held, empathielos, denkt er eigentlich nur an sich selber und, naja, an den Präsidenten, aber auch nur aufgrund des Auftrages. Also diese Rolle ist durchaus schon gewagt. Ne? Snake geht ja auch irgendwann mal in diesem Kino so eine Treppe runter, wo dann im Hintergrund irgendwie ein Mädel so ein bisschen bedrängt wird von anderen Männern. So, da ist er jetzt auch nicht der Held, der da in die Bresche springt, sondern geht er halt stupide dran vorbei. Stimmt. Genau, also die Figur Mackie, ihr gegenüber wird ein bisschen Empathie gezeigt, aber ja, wie wir jetzt auch schon dadurch gesagt haben, dass diese Nahaufnahme von der toten Maggie nochmal nachgedreht worden musste, auch eine Figur, die nicht überlebt. Genau, nachdem wir jetzt so die tragenden Mitwirkenden und ihre Figuren schon mal so ein bisschen durchgegangen sind und da ja auch schon notwendig auf die eine oder andere Szene eingegangen sind, wollen wir vielleicht jetzt mal so ein bisschen über ja übrige Szenen sprechen, die ja so charakteristisch sind und die es nochmal wert sind, ein bisschen näher erläutert zu werden. Da finde ich einfach, merkt man auch sofort, in den ersten Einstellungen wird man da so richtig toll auch in diese Atmosphäre hineingetragen. Also man registriert umgehend, ja, das ist so eine ganz dystopische Zukunftsvision, das ist wie alles so sehr düster. Man bekommt ja auch direkt erzählt hier das Ganze mit der Gefängnisinsel, dem Polizeistaat. Also man wird da so direkt in diese Welt hineingetrieben gewissermaßen. Ja, und auch wenn man so ein bisschen sich informiert über die Produktionshintergründe, gibt's ganz nette Details zu entdecken, die einem vielleicht so beim ersten Ansehen gar nicht so bewusst sind. Zum Beispiel sieht man im Hintergrund so
USA fahren, die dann sehr glatt vertikal nach unten hängen. Und dabei orientierte man sich halt so bei den Bildern, die man so aus der NS-Zeit von den NS-Flaggen kennt, da hingen die ja oft so vertikal herunter und man hat jetzt extra nicht so die wehende, horizontal wehende USA-Flagge gezeigt, weil ja auch der Staat hier sehr dystopisch dargestellt wird eben. Ja, und auch so ein Detail, was schön makaber ist, ist so diese Durchsage, ne? Wenn man bei dieser Kontrollstation am Anfang ist, wo der Snake Plissken dann als normaler Gefangener eben auch auf die Insel erstmal soll, hört man dann so eine Durchsage, ja, sie haben die Wahl, sich töten und einäschern zu lassen. Also da wird einem nochmal so unmissverständlich klar gemacht, bevor man irgendwie jetzt Szenen aus New York City gesehen hat, das scheint kein schöner Ort zu sein. Und man, wenn das so die Variante ist, die man als Entscheidung nochmal hat, ne? Nee, ganz gewiss nicht. Und dann, was ja auch eigentlich sehr gut gemacht ist, finde ich, klar hat natürlich aus heutiger Sicht natürlich auch immer so eine gewisse tragische Note, zwangsläufig, wenn man da so ein Bild vom World Trade Center sieht. Ich meine, 1997 stand es ja noch, also insofern historisch ja sogar noch akkurat, aber wie wir natürlich inzwischen ja alle wissen, es steht jetzt schon seit über 20 Jahren nicht mehr. Da denkt man natürlich dann immer sofort an diese tragischen Ereignisse, aber so jetzt rein im Film und so von der technischen Seite, finde ich, ist auch dieser Gleitflug da nach New York City unheimlich toll umgesetzt, ne? Ja, und man bemerkt auch gar nicht den Trick an der Stelle so stark, weil das ist ja so ein 3D-Drahtgittermodell, was man da sieht, was man auch als so ein POV-Shot sieht. Man fliegt da so durch. Und 1981, ja, durchaus vorstellbar, dass man mit einer frühen Computertechnik irgendwie dieses Drahtgittermodell irgendwie animiert hat. Aber nein, dem ist nicht so. Das wäre noch viel zu teuer gewesen für die Produktion. Die haben da tatsächlich New York als Modell nachgebaut und dann die Kanten mit so einer reflektierenden grünen Farbe bemalt und sind dann mit der Kamera dadurch, also ein riesen Aufwand, um es am Ende so aussehen zu lassen, als wäre das halt so ein 3D-Computermodell. Und ich finde, das gelingt sehr gut. Also wäre mir nie aufgefallen, wenn man das so sieht. Und im Zusammenhang mit diesen New York-Darstellungen auch nochmal Stichwort Testvorführung ganz interessant, dass man am Anfang diese New York-Karte und diese Erklärung, die man ganz am Anfang hatte, so nicht im Film drin hatte. Und dann hat man wohl beim Testpublikum gemerkt, viele wissen gar nicht, dass New York City eine Insel ist. Also hat man nochmal diese Karte, wo dann am Anfang wirklich so die Grenzen gezogen werden, nochmal integriert, um das auch nochmal jedem klar zu machen. Ja, interessant. Was mir auch immer noch einfach generell so, wenn ich den Film auch nochmal Revue passieren lasse, so im Kopf bleibt, sind einfach, haben wir auch schon vereinzelt angesprochen, diese total starken Schauwerte, ne? Also wenn man sich das auch dann den Film anguckt, denkt man auch, mein Gott, das hat man aus dem kleinen Budget gemacht, das sieht einfach alles optisch total stark aus, man wird da wunderbar in diese Welt hineingezogen, die Schauplätze, die echten, die wurden total sorgsam und gut ausgewählt und das, was man quasi künstlich erschaffen hat, also die Sets, Ausstattung, das ist irgendwie alles total akkurat und auch aus kleinem Geld hat man da richtig viel herausgeholt. Und was dann im, ja, kann man sagen, im zweiten Drittel, glaube ich, oder Ende des zweiten Drittels ja dann nochmal so eine besondere Szene ist, ist dieser, ja, auch, ja, bisschen kuriose Baseball-Schlägerkampf, der sich dann da noch ereignet, während Snake Plissken dann, ja, in Gefangenschaft ist auch bei Duke, muss er dann gegen einen, ja, doch durchaus muskulösen Gegner da in den Ring steigen, eben mit Baseball-Schlägern quasi bewaffnet. Und das hat man damals auch mit mehreren Kameras gleichzeitig schon aufgenommen, was seinerzeit, also heute würde man sagen, ist das durchaus üblich, ne, um da aus allen möglichen Winkeln eben die Bilder zu bekommen, aber damals war es eben noch recht ungewöhnlich. Ja, und ich finde, wirkt auch so ein bisschen so wie ein Einschub dann immer an der Stelle, weil plötzlich ist man so in so einem, ja, es ist wie so ein Beat-em-up-Game, ne? Also ja. Kurt Russell kriegt halt nochmal so einen Gegner gerade dahingestellt und kurz ist man im Prinzip wie so ein Kampfsportfilm, auch wenn es jetzt eigentlich nicht so Karate gibt, wie es zu der Zeit dann ja auch besonders prominent war, sondern es ist eher so ein, ja, so ein neumodischer Gladiatorenkampf, der dann da irgendwie stattfindet. Genau, aber vielleicht war das auch einfach nochmal das Element, dass man da sagt, da bringt man jetzt an der Stelle nochmal ein bisschen Action rein und dann kommt ja das große Finale, wo es dann nochmal sehr actionreich wird. Dann, das ist dann der Showdown auf der Brücke.
Genau, und auch das, finde ich, ist wieder ganz, ganz toll auch gemacht mit diesen ganzen Autowracks, ne, an denen dann die sowohl der die Isaac Hayes-Figur als auch Snake Plissken dann sich da, da vorbeifahren müssen, und dann kommt's ja da auch nochmal dann, ja, zu Schießereien, und die eine oder andere Nebenfigur, die es bis dahin noch nicht erwischt hat, erwischt dann eben hier auf der Brücke, und deswegen dann wurde auch oder an dieser Stelle kommt ja dann auch unter anderem Maggie zu Tode, wo dann der von dir schon erwähnte Nachdreh noch erfolgte, und was dann eben hier auch nochmal ja ganz interessant ist, dass ja dann auch der Präsident, hier gespielt von Donald Pleasence, dann ja zur Waffe greift. Das ist ja auch nochmal so ein Moment ist, wo man sich so erstmal vielleicht ein bisschen irritiert ist, aber was dann irgendwie auch so ganz gelungen erscheint und das, und vielleicht auch dazu führt, dass man sich dann auch mal ganz kurz endgültig so auf seine Seite schlägt, und denkt, boah, das ist ja eigentlich doch ein richtig cooler Typ, ne, der sich auch so selber zu helfen weiß und so. Und kurz drauf wendet sich ja dann das Blatt wieder so etwas, ja, und dann aber auch so Presse tritt. Auch oder? Doppeldeutig, ne? Weil er hat jetzt dann, also eben mich hat es auch überrascht, er kommt so aus dem Nichts und ballert dann da nochmal so rum. aber es ist jetzt auch nicht so der klassische Heldenmoment. Er rettet zwar Snake Plissken an der Stelle, aber eigentlich ist er wahrscheinlich sehr motiviert, dem Duke dann nochmal einen mitzugeben, weil er dann, während er schießt, dann auch nochmal sagt, du willst hier also die Nummer eins sein. Also er will dann irgendwie schon nochmal klar machen, wer hier irgendwie der erste Mann im tatsächlichen Staate ist. Genau, er fühlte sich ganz offenbar so ein wenig herausgefordert durch die Gefangenschaft, und dass er dann Snake Plissken da noch rettet, das ist dann eher so eine bloße Nebenfolge, aber sicherlich nicht so das eigentliche Ziel, da hast du recht, aber das ist dann halt nochmal, da geht's dann doch relativ schnell, auch was diese Präsidentenfigur angeht. Einmal dieser kurze, ja, Halbhelden-Moment und wenig später dann eben so, ja, dieser Auftritt vor der Kamera, wo man dann irgendwie endgültig sagt, nee, also sympathisch ist dem jetzt endgültig nicht. Das Ende ist ja dann sowieso nochmal so ein bisschen komisch. Also eigentlich ist am Ende ja alles gut, der Präsident ist befreit, aber sowohl quasi zwischen Plissken und dem Präsidenten, beziehungsweise generell dem Staat, und auch zwischen Plissken und Hawk gibt es ja dann nochmal seltsame Situationen, wo man auch sich immer so ein bisschen fragen kann, wie soll man die jetzt einordnen, ne? Genau, also wir haben, das ist auch nochmal so ein Bogen, der da gespannt wird zu der Anfangsszene, weil am Anfang, wo die zum ersten Mal aufeinandertreffen, der Plissken und der Hawk, der sagt der Plissken ja zu ihm, nennen Sie mich Snake. Und am Ende, habe ich ja auch schon angedeutet, nachdem das ja alles ganz gut gelaufen ist, sucht dann Hawk ja auch so ein wenig den Schulterschluss mit Plissken, macht ihm ein Angebot für einen neuen Auftrag, den der Plissken aber dann relativ energisch ablehnt. Und dann fragt der Hawk ihn so, weil er merkt, okay, da sind immer noch Spannungen, töten Sie mich jetzt? Weil er irgendwie denkt wahrscheinlich, oh, der ist ihm wahrscheinlich doch noch so ein bisschen böse, auch mit der Injektion und den ganzen Druckmitteln und so. Und dann sagt Plissken nur so, ich bin zu müde, Hawk, vielleicht später. Und sagt dann noch so, außerdem, mein Name ist Plissken. Und da fragt man sich jetzt so ein bisschen so, ja, warum besteht er jetzt darauf? Also erst hat er gesagt, am Anfang nennen sie mich Snake, und jetzt Plissken hat ihm da dieses Abenteuer auf der Gefängnisinsel jetzt dazu irgendeine Wandlung in ihm hervorgerufen, oder hat es mit der Figur des Hawk zu tun, dass er vielleicht am Anfang noch gesagt hat, bei der ersten Szene, ja, vielleicht kann man, soll er mich ruhig mal mit Snake, mit meinem Spitznamen nennen? Nee, genau, das ist das eine. Und das andere ist eben, wie es dann eben mit dem Präsidenten ausgeht, also in der Beziehung, weil du hast ja auch eben schon angedeutet, eigentlich ist alles gut. Aber dann ist es ja so, ein Job von Plissken war es ja auch unter anderem, nicht nur natürlich den Präsidenten zu befreien, aber nebenher auch noch so eine Kassette wieder mitzubringen, auf der wohl sensible Informationen sind. Man weiß nicht so richtig, was da so der Inhalt drauf ist. Mutmaßlich geht's um irgendeine Energiequelle, die irgendwie da vielleicht eine neue Hoffnung bringen kann in diesem Konflikt zwischen NATO und Sowjetunion. Und da ist es aber so, dass Snake Plissken dann diese Kassette dem Präsidenten nicht überlässt, dass er sie der Weltöffentlichkeit präsentieren kann, sondern er tauscht dann eben diese Kassette aus, ne? Und die richtige Kassette behält er zunächst und zerstört sie dann sogar. Also ein
Also ziemlich zynisches Ende, kann man sagen. Zumal sich ja auch schon so ein bisschen dann über den Film hinweg rauskristallisiert, naja, es geht jetzt gar nicht so um den Präsidenten als Person, beziehungsweise das ist vielleicht so das zweitwichtigste Ziel, sondern eigentlich ist die Kassette noch wichtiger, weil da irgendwie was Wichtiges drauf ist und so. Also richtig klärt sich das ja dann auch nicht auf, ob jetzt auf der Kassette etwas wirklich Hilfreiches rund um neue Energiequelle und Co. ist. Oder ob das eine Behauptung ist. Also da fand ich nochmal interessant, dass diese nachträgliche Romanfassung wohl nochmal so stärker in die Richtung geht, dass das eigentlich gar nicht etwas für die Allgemeinheit so Positives oder für die Menschheit so Positives gewesen wäre. Sondern also irgendwas auch, was die USA im Wettstreit mit den Gegnern dann wieder stärker macht. Also so ganz aufgelöst wird es nicht. Und dadurch weiß man auch nicht letztgültig, ja, ist das jetzt so eine wirklich nihilistische Aktion von dem Snake Plissken, da einfach diese Kassette zu zerreißen, oder im Prinzip so eine Aktion, die dann auch ein Protest direkt ist. Also es bleibt so ein bisschen offen, aber ich finde, das Ende ist zumindest so, dass man jetzt da nicht unbefriedigt irgendwie diese Geschichte abgeschlossen wird, aber es lässt so ein bisschen Raum auch für gewisse Spekulationen. Ja, eigentlich haben wir ja am Ende unserer Besprechung dann immer nochmal auch besonders über die Musik gesprochen. Das geht natürlich in dem vorliegenden Film so ein bisschen in John Carpenter auf, denn wir haben ja schon gesagt, er hat ja nicht nur die Regie gemacht, sondern eben auch die Musik verantwortet. Und da haben wir auch hier und da immer schon mal drüber gesprochen, dass es natürlich auch nochmal so ein Element ist hier im Film, der ganzen Gesamtatmosphäre nochmal so eine besondere Note gibt. Also ohne diesen Sound kann man sich diese Stimmung in dem Film gar nicht richtig vorstellen, und da kann man sicherlich sagen, ja, knüpft er durchaus an die Qualität seiner musikalischen Vorarbeiten auch bei Assault und Halloween an. Und was wir auch schon angedeutet haben, die Klapperschlange war nicht das Ende. Einerseits, es kam nochmal ein Roman nach, aber es kam eben auch die filmische Fortsetzung im Jahre 1996. Und da besteht dann auch immer gleich so eine Irritation, schon deshalb, weil es formal gesehen eigentlich eine Fortsetzung ist, aber die Filmhandlung ist halt so nah am Vorgängerfilm, dass man es auch als Remake sehen kann, und irgendwie ist auch diese Grundvoraussetzung dann halt schon nicht so ganz glücklich. Also wenn man sich mal anguckt, was passiert da, das spielt dann 2013 und 2000 soll dann ein Erdbeben in L.A. stattgefunden haben, sodass auch L.A. zu einer Insel geworden ist und dann auch, ja, nicht Gefängnis, aber Deportationszone für so alles, was alle Menschen, die unmoralisch sind. Also da ist die Schraube des kontrollierenden Staates vielleicht noch mal ein bisschen weiter angezogen worden, aber sehr ähnliche Situation. Da ist es dann die Präsidententochter, die mit einem Waffenprototyp irgendwo in L.A. verloren gegangen ist, und Snake Plissken bekommt auch wieder den Auftrag, sich da jetzt zu kümmern, und er kriegt auch wieder eine Injektion, in dem Fall dann mit einem Virus, der dann ihn irgendwann am Weiterleben hindern würde, und so ist eben diese Anlage sehr, sehr, sehr ähnlich. Und von Kurt Russell war es aber, hattest du ja auch schon erwähnt, einfach dieser Charakter war eine seiner Lieblingsrollen. Insofern wollte er die auch gerne mal wieder spielen, was sich halt auch darin zeigt, dass er hier dann bei diesem Film mitproduziert hat. Ja, und Carpenter sah dann wohl auch die Chance, nochmal sein eigenes Franchise mit eigenen Ideen und einem höheren Budget aufzuwerten, gerade dann auch nochmal mit dem bewährten Team, was ihm da ja wichtig war, zumindest in großen Teilen. Konnte dann da auch nochmal so Sachen verwirklichen, dass er irgendwie in dem Kino von L.A. Gedreht hat, was auch für ihn persönlich eine Rolle gespielt hat, wo er früher selber hingegangen ist. Aber ich denke, gerade so wissend, dass ja auch Escape from New York dann schon so einen Kultstatus erlangt hat und dann so wenig in der Geschichte auch zu variieren, hätte er wahrscheinlich auch wissen müssen, dass es dann durchaus sehr, sehr schwierig wird, da jetzt einen Film hinzulegen, der dann im Prinzip den Vergleich auch halten kann. Es ist ein ironisch-launiger Actionfilm geworden, aber er hat natürlich jetzt nicht diese stilprägende Wirkung nochmal entfalten können und ist damit auch klar im Hintertreffen dann im Vergleich. Und es war dann eben auch, du hattest ja die Karriere
von Carpenter schon so ein bisschen beleuchtet. Es war dann auch einfach nochmal so ein Wendepunkt, weil nach Flucht aus L.A. Kam dann im Prinzip auch kein Film mehr, wo er nochmal so richtig an einen großen Erfolg anknüpfen konnte und das, wie viel steckt noch in ihm und was könnte er noch machen und lässt man ihn nur nicht oder kann er nicht mehr, das ist dann halt eigentlich bis heute immer so ein bisschen leidiges Thema geblieben. Ja, genau, jetzt haben wir ja schon über den Film Die Klapperschlange gesprochen, über den sich anschließenden Roman und jetzt auch zuletzt noch über die Fortsetzung. Dann würde ich sagen, ist jetzt langsam der Moment gekommen, wo wir jetzt über die Klapperschlange mal unser Schlussurteil fällen. Da würde ich einfach mal einsteigen. Also ich muss sagen, der Film hat für mich jetzt bei der diesmaligen Sichtung absolut gewonnen. Ich hatte den vorher so ein, zwei Mal gesehen. Da hat er bei mir nicht so gezündet. Da konnte ich mich aber irgendwie auf die Atmosphäre, ist ja auch schon mal eine Stimmungsfrage, irgendwie nicht so einlassen. Das war diesmal ganz anders. Also wie gesagt, mich hat so gerade diese Atmosphäre und auch dann gepaart mit der Musik diesmal schon sehr beeindruckt und wie ich ja auch schon gesagt habe, man hat aus diesem kleinen Budget unheimlich viel rausgeholt, tolle Kulissen, tolle Sets gemacht, also da können sich heutige Filme mit einem viel höheren Budget und die dann mit irgendwelchen schlechten CGI-Effekten arbeiten, wirklich mal ganz dicke Scheibe von abschneiden, finde ich. Und diese dystopische Vision, die wird auch sehr, sehr gut auf die Leinwand gebracht. Du hast ja auch schon erwähnt, der Cast ist einfach eine tolle Mischung aus einerseits Kurt Russell, der damals ein Newcomer war, auf der anderen Seite ja so alte Hollywood-Recken wie jetzt eben Ernest Borgnine oder dann auch so ein damals fast vergessener Mann wie Levin Cleave. Also diese Mischung ist unheimlich stimmig und Kurt Russell spielt das auch ganz, ganz toll, finde ich. Also diese Interpretation der Figur ist ganz klasse und insofern auch rückblickend für mich jetzt kein Wunder, dass der Film für ihn zum Sprungbrett für eine ja auch ganz, ganz tolle Karriere geworden ist, die ja jetzt auch schon sich über einige Jahrzehnte ja nun mal erstreckt. Dann, das ist jetzt auch schon so angeklungen, sowohl bei Snake Plissken, aber auch bei vielen anderen Figuren hat man so den Eindruck, die sind ein wenig untererzählt. Ich finde auch, dass die Figur Maggie sehr, sehr dünn bleibt. Da wird in dem Making-of einerseits gesagt, ja, die wurde der Barbeau extra quasi so auf den Leib geschrieben, wo ich mir dann denke, so, boah, wenn ich jetzt mit ihr verheiratet wäre und jetzt meiner Frau eine Figur auf den Leib schreiben würde, da würde ich da aber nur noch mal ein bisschen mehr irgendwie reinbringen. Also das finde ich jetzt hier so ein bisschen dünn. Ich finde auch im zweiten Drittel hat der Film dann doch so ein paar Hänger in dieser Zeit während der Gefangenschaft von Plissken. Das ist vielleicht auch dann unter anderem diese Baseball-Kampfszene, wo man so ein bisschen aus der Atmosphäre und der Filmhandlung herausgerissen wird und da dann auch nicht mehr diese tollen atmosphärischen Außenaufnahmen hat. Also wie gesagt, für mich hat der Film gewonnen. Ich sehe da auch noch weiteres Potenzial für kommende Sichtungen. Ich würde dann vorerst nochmal bei 4 von 5 Punkten verbleiben. Du hast ja gerade schon angedeutet, für dich ist es ein Lieblingsfilm. Daher gehe ich jetzt mal davon aus, du gehst da noch ein bisschen höher, ne? Ja, also ich finde auf jeden Fall Lieblingsfilm aufgrund dessen sehr atmosphärisch. Ich mag diesen Look unglaublich gerne. Ich finde die Grundidee genial, insofern rankt der für mich schon sehr hoch. Man kann natürlich immer was finden, gerade wenn man jetzt mal explizit darüber nachdenkt, so an welchen Stellen kann ich jetzt noch irgendwie was finden. Da ist es bei mir am ehesten so, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der Figurenzeichnung zu tun, aber ich finde so ein bisschen diese Dialoge hier und da, den hätte man sich vielleicht noch mal ein bisschen widmen können. Also klar, wir haben auch gesagt, so ein bisschen dieses wortkarge Eastwood-typische wollte man so ein bisschen aufgreifen. Aber ich finde, ja, das wirkt dann hier und da vielleicht mal so stellenweise so ein bisschen plump. Nennen Sie mich Snake, ne? Also ich möchte jetzt aus dem Unterhaltungsfilm da nicht mehr machen, aber gerade so diese moralischen Anstöße, die man da nimmt, das hätte man ja nochmal in Dialoge mit aufgreifen können oder vielleicht auch so ein bisschen Background zu den Figuren, weil teilweise ja auch gewollt unklar bleibt, was sind da so die Hintergründe. Aber gerade zum Beispiel dieses Verhältnis Brain und Snake, da wird das so ein bisschen angespielt, aber man weiß nicht wohin. Also es wirkte für mich, als ich so vor Jahren das erste Mal gesehen habe, dachte ich immer so, ah, vielleicht gibt's da noch mal eine ungeschnittene Fassung, wo jetzt irgendwelche Dialogszenen entfernt worden sind. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Nee, aber sonst
muss man sagen, Gesamtatmosphäre, Production Design, Grundidee, dann die Musik, ne, die wir erwähnt haben, ohne den Synthi-Sound von Carpenter da ja auch gar nicht denkbar. Der Duke, wie er da inszeniert wird und so, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also im Prinzip ja, volle Punktzahl, aber ich mache es auch mal auf 4,5. Dann hat man noch mal diese kleine Kritik mit drin, ja. Ja, und zum Abschluss sprechen wir immer noch mal in der Regel über die Verfügbarkeit, wie und wo kann man sich den Film anschauen. Ich habe den noch auf DVD, also ein paar Generationen quasi zurück, aber also da kann man vielleicht dazu sagen, da gibt's ein kleines, aber doch finde ich recht feines, so retrospektivisches Making-of, so 20 Jahre ungefähr alt. Da waren auch noch so ganz viele von den Mitwirkenden noch mal dabei, sowohl von Produktionsseite als auch von Darstellerseite, kriegt man nochmal in so rund 20 Minuten nochmal kompakt ein paar ganz nette Infos, technisch natürlich etwas überholt und da hat es ja jetzt auch gerade frisch nochmal ein paar neue Entwicklungen gegeben, ne? Ja, es ist jetzt vor kurzem eine neue 4K-Abtastung erschienen, die ist jetzt erstmalig in Deutschland auch auf UHD verfügbar. Ich habe sie noch nicht. Ich habe auch noch ein DVD-Steelbook hier liegen. Und ich glaube, bei manchen Nischentiteln haben wir das ja schnell aufgesagt, was es dann alles schon gab. Angesichts hier des Stellenwertes dieses Films kann man das gar nicht tun. Also da wurde alles, was so möglich ist auf der Klaviatur von Steelbook über Keepcase, Mediabooks, keine Ahnung. Da wurde alles durchgespielt. Ich glaube, was wichtig ist, wenn man sich jetzt irgendwie für den Film interessiert und man jetzt besonderen Wert darauf legt, irgendwie die neueste und beste Abtastung zu haben, dann hat das UHD Mediabook, glaube ich, auch eine Blu-ray mit drin. Wenn man jetzt die UHD nicht kaufen möchte, muss man vielleicht nochmal abwarten, kommt da jetzt nochmal eine Blu-ray, die dann aber die 4K-Abtastung zur Grundlage hat. Ja, und vielleicht hat ja unsere Besprechung auch heute so ein wenig Lust auf den Film gemacht und da gibt's ja jetzt, nach dem, was wir gesagt haben, auch diverse Möglichkeiten, sich den Film anzuschauen. Und vielleicht hat ja auch die Besprechung dieser Folge Lust auf weitere Folgen unseres Podcasts gemacht. Da gibt's ja auch jetzt schon so die eine oder andere Folge, auch diverser Genres bei uns im Potpourri. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal zu einer weiteren Folge der Rückblende. Ja, wir wünschen euch eine gute Zukunft und keine dystopische, außer wir besprechen mal wieder hier so einen dystopischen Film. Dann natürlich gerne. Also macht's gut.